Poolen. Poolen. Mach und bete. Nein. Mach und bete. Ich hatte also immer das Gefühl, in den ersten 2 Jahren, er entwickelt sich viel zu langsam und ist hinter allem hinterher. Und die Ärztin damals und auch mein Mann sahen das also anders. Die meinten, er ist einfach nur langsam und ich stelle mich an. Und ich bin dann, als er etwa 1,5 Jahre war, mit ihm heimlich nach Hamburg gefahren, in eine Praxis, wo Spezialisten arbeiten, für behinderte Kinder Untersuchungen gemacht werden. Und die haben dann die Diagnose gestellt von Wahrnehmungsstörung. Ja, also auch jedes Tier kann wahrnehmungsgestört sein und es ist also, das ist weder noch irgendwas, aber das wusste ich damals nicht. Jedenfalls haben sie festgestellt, er wäre also behindert und nicht langsam. Das hatte dann zur Folge, dass wir also 2 Jahre lang wie die blöden Therapien machten, was es also damals auf dem Markt gab, wurde dann also gemacht, Spieltherapie, und da ich keinen Führerschein hatte und ja auch noch 2 andere kleine Kinder, immer dann mit dem Taxi überall hin, also das war dann das, so erst war gar nichts und dann das andere Extrem. Als Sebastian 3 war, hatte ich dann einen Nervenzusammenbruch, weil es einfach, es war einfach Wahnsinn, was wir da versuchten zu machen. Mein Mann arbeitete ja tagsüber. Ja, dann hatten wir einige sehr turbulente Jahre, in denen also noch ein Baby geboren wurde, das im plötzlichen Kindestod starb und wir ein Haus gebaut haben. Und als es dann zur Einschulung von Sebastian kam, war der Vater ausgezogen. Und ich war nach Lübeck gezogen mit den Kindern, weil das gebaute Haus verkauft werden musste. Und es war noch ein 5. Kind gekommen, die kleine, seine Schwester, die Helen. Und in Lübeck wurde er dann eingeschult. Und bei der Einschulungsuntersuchung fragte mich der Arzt, ob ich jemals dran gedacht hätte, dass der Junge Autist wäre. Jedenfalls habe ich dann also recherchiert, was ist Autismus, und habe gemerkt, Mensch, das passt also wie die Faust aufs Auge für dieses Kind. Und als wir dann umgezogen sind nach Lübeck, neue Ärzte, neue Wohnung, neues Umfeld, bin ich dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, mein Sohn ist Autist. Und damit war er Autist geworden. Anderes Lied? Hey, Sebastian! Psst. Anderes Lied? Natürlich, dadurch, dass er in einem Umkreis von Behinderten war, haben sich natürlich die behinderten Züge auch verstärkt. Ich bin immer noch der Überzeugung, wenn er damals integriert worden wäre, dann hätte er sich ganz anders entwickelt.
Nur schrubben, 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 schrubben. Also fühlt sich deine Flosse an, als wäre sie immer nach Kambodscha gewandert. Aber heute sind kaum Flecken da, deswegen. Ich weiß es noch genau. Ich saß unten in der Küche, zufällig auf seinem Platz. wurde ich gleich weggeschickt. Und er hat erstmal eine ganze Weile oben im Bett gelegen und wollte nicht runter, weil ich glaube, er war auch aufgeregt. So, also mir wurde gesagt, er weiß sofort, dass hier in diesem Haus irgendwas anders ist. Dann dachte ich, oh Gott, ist der so feinfühlig, muss ich ja echt aufpassen während meines Süßes. Ich wusste noch überhaupt nicht, wie ich mit ihm umgehen kann, weil ich keine Erfahrung hatte mit Autisten oder sowas. Ja, und dann kam er und dann war ich ganz freundlich und mir wurde gesagt, was ich machen soll, also von wegen mit ihm reden wie mit einem Freund, so wie mit ihm. Das habe ich dann versucht, aber es war so schwer, weil er keine Antwort gegeben hat, gar nicht. Und gegen eine Wand reden fällt mir sehr schwer. Ich habe also 10 Stunden Arbeit in diesem CCT von der Gemeinde aus und 30 Stunden Arbeit für Sebastian. Wollen wir Musik hören, Basti? Doch in den Garten gehen, wenn du willst. Mach, was dir beliebt. Ich habe viel versucht und viele Ideen gehabt, oder auch von Konstanze kamen viele Ideen, wie ich ihn zur Bewegung animieren könnte. Deswegen machen wir so Bewegungssachen. Spazieren gehen, Fahrrad fahren, mit dem Hund irgendwas und Klavier spielen, Essen kochen, Ausflüge. Oft eigentlich, einmal die Woche meistens so, nach Bremen, nach Hamburg. Gefahr. Was ist die? So, jetzt. Okay, das hebst du mal wieder auf. Oh. Ah, ist kein Problem, was hier nicht schlimm. Oh Mann. Gib mal das Geld. So. Da brauchst du nicht alles von drauflegen. Nur so viel, dass sie voll ist, okay? Aber machst du klasse, Basti. Super. So muss das sein. He gives us a praise, love, peace. The wonderful Ashline in prison, prisoner. The prince, the tiny, at the top, at the top, the down, the jam. The look of the day, the world, forever, and ever, and ever, forever, and ever, forever, and ever. Look to me, the down, the chair. You want to look back to me, you help down to me. Alessanga, amen, Alessanga. Amen, Basti. Thank you.
ich mein Kind aus? Diese Frage sollten wir uns stellen. Wo führe ich es hin? Wo wem gebe ich es ab? Wo lasse ich mein Kind prägen? Dieses Kind ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Nein. Fürchte dich nicht, sei mutig und unversagt, sind Sätze, die so oft in der Bibel vorkommen. Gott will uns Mut sprechen. Ich empfinde, dass auch es ängstliche Mütter gibt. Ich empfinde, dass manche Mütter auch ein bisschen hilflos sind und nicht wissen, wie soll ich mit meinem Kind umgehen? In welche Richtung wird sein Leben nehmen? Du brauchst Mut von Gott. Gott segne euch. Amen. Wir gehen in eine Gemeinde, in eine Kirche, wo Erwachsene getauft werden, und er hatte dann den Wunsch geäußert, sich taufen zu lassen, als Beweis dafür, dass er eben als Christ leben will. Und das waren also Dinge, die uns schon alle sehr bewegt haben. Er ist für meinen Sohn gestorben. Er hat den Autismus besiegt. Es ist einfach auch so, dass ich durch die Herausforderungen mit Sebastian so oft an meine menschlichen Grenzen gekommen bin, dass also einfach der Glaube einfach nicht nur Halt war, sondern auch mir Mut machte, weiterzugehen. Auch daran zu glauben, dass einfach mehr drin ist in ihm, als man augenscheinlich sah. Und dran zu bleiben und positive Einstellungen zu haben. Nicht? Also ich will mal es andersrum sagen. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich nicht Christ wäre, hätte ich, glaube ich, die letzten 24 Jahre nicht durchgehalten. Amen. Okay, wo hast du das jetzt wieder gefunden? Das hat jemand versteckt und du findest natürlich die Kracher, ne? Okay, das ist Basti Special. Dieses Tütenknallen, ob es ihm nur Spaß macht oder nicht, das ist ein Tick, definitiv. Dass er alles aufbläst, was man aufblasen kann. Einmal hat er halt ein Trinkpäckchen voller Kakao zwischen einem Haufen Autos so aufgeblasen. Nein, Basti, nein, und Roms und alles war voller Kakao, die ganzen Autos. Und dann oh, schnell weg. Wir haben damit nichts zu tun, aber Basti war kurz alleine. Ja, dieses Aufblasen, Finger knacken, laut singen, er hat ja Rituallieder, sag ich mal, so Lieder, die er ständig singt. So. Jetzt haben wir unser Öl und jetzt kommen bitte. Also wenn er gut drauf ist, weiß man, dass er dann irgendwann mit seinem anfängt. So, das weiß man schon. Also das ist ein Indikator. So, ich halte mich an so eine Ticks fest, so, um seine Stimmung zu erforschen, weil immer sieht man ihm das nicht an, wie er gerade drauf ist. Nein. Brauchen wir nie wieder so. Ich will diese heute kein Dumme hören. Oh, mein Hände, mich gebrauchen wir nie wieder. Hier ist gebrauchen wir.
Sebastian war mit mir zu einem Kaffeetrinken bei einer befreundeten Familie an einem August-Sonntagnachmittag. Also bis zu dem Zeitpunkt war es sehr anstrengend, mit Sebastian fremde Örtlichkeiten zu besuchen. Er raste dann durchs Haus, guckte sich alles an, von oben bis unten, hatte keinerlei Distanz zu Privatzimmern. Es war aber so, dass diese Bekannte eben nun sagte, ihre Schwester aus Italien ist da und die arbeitet mit Autisten und vielleicht hätte die ja irgendetwas Neues für uns. Gut, und dann haben wir also das gemacht, wir sind dann also dahin gefahren und haben dann im Garten gesessen und Kaffee getrunken mit dieser Schwester aus Italien und die sieht sich Sebastian eine halbe Stunde an und sagt dann plötzlich zu mir, sie denkt, er könnte lesen und schreiben. Und ich dachte, sie spinnt. Und dann hat sie mir kurz erzählt, was Facilitated Communication ist und dass es in Italien eben an ganz normalen Schulen, wo die Autisten an ganz normale Schulen integriert sind, praktiziert wird im Unterricht und ob sie sich mit Sebastian an den Computer setzen dürfte. Und das hat sie gemacht. Die Frau, die kannte weder meinen Nachnamen noch wo wir wohnten noch irgendetwas von uns. Und sie setzt sich mit Sebastian an den Computer und er schreibt dann also, sie stützt ihn erst noch am Handgelenk unten, wo er wohnt, wie er heißt, hatte sie irgendwelche Bilder in der Tasche. Fragt sie ihn, woraus die Pralinen gemacht werden, die sie ihm zeigte, dann schreibt er Schokolade, Zucker und andere Erzeugnisse. Und naja, also ich meine, ich kann gar nicht beschreiben, wie es mir da ging. Dann. Ich wollte dann nur weg. Als sie zuerst davon hörten, ich habe das Sebastians Lehrerin, also auch ganz aufgeregt, auf den Anrufbeantworter gesprochen, da dachten die eigentlich erst, naja, okay, verständlich, die Frau hat ein behindertes Kind, sie will, dass er geheilt wird und sie versucht halt alles und da müssen wir ihr helfen. Und die kamen dann also alle zu diesem Seminar von Anne Selin an dem ersten Abend und dann hat sie sich zum Schluss mit Sebastian an den Computer gesetzt und Sebastian hat dann geschrieben, ich bin nicht behindert, ich kann lesen und schreiben und ihr braucht jetzt alle nicht zu weinen und traurig zu sein. Gut, das war natürlich so, wir waren alle wie vor den Kopf geschlagen, die Lehrer genauso wie ich auch. Schreiben inzwischen viele Autisten mit Facilitated Communication. Über politische Wege und über eine Stiftung haben wir dann also Gelder bekommen, um Stützer auszubilden, um Autisten zu stützen. Wir haben Seminare gemacht, wir haben Autisten aus den Sonderschulen rausgenommen, in Regelschulen wurden sie dann reingegeben und haben dort einer macht sein Abitur im Wirtschaftsgymnasium, ein anderer hier im lokalen Gymnasium, andere in der Hauptschule. Und Sebastian ist eben den Weg über die Fernschulen gegangen zu Hause, weil er eben zu dem Zeitpunkt schon in der Abschlussklasse war und er ist dann ein halbes Jahr hier in das örtliche Gymnasium gegangen, weil er einfach nicht so sehr wegen der schulischen Dinge, sondern er wollte einfach mal erleben, wie es ist, in eine normale Schule zu gehen.
Wenn du dein ganzes Leben lang von einem Behindertenbus abgeholt, mit einem Behindertenbus gebracht, in eine Behindertenschule gebracht wirst und sofort dort also Leutchen auf dem Weg stehen, um dich wieder in Empfang zu nehmen und wieder weiterzuführen und zu beobachten. Und sein Wunsch war einfach mal ganz normalen Schulalltag zu erleben. Gut, was Sie kaufen. Gummistiefel kaufen. Du willst Gummistiefel kaufen? Grün Gummistiefel kommen. Grüne? Grün Gummistiefel kaufen. Ja, okay, das machen wir. Grün-gelb. Grün-gelb. Okay. Gut, die kaufen wir dann ein andermal. Jetzt wollen wir erstmal Erdkunde machen. Du hast gestern Mama geschrieben, du würdest gerne Erdkunde machen. Wir haben dann eine sehr kompetente Schule gefunden, die zwar keine Erfahrung mit Autisten hatten, aber sofort bereit waren, es auszuprobieren mit Sebastian. Eine Fernschule in Breisach, die spezialisiert ist darauf, Menschen zu helfen, die aus irgendwelchen Gründen ihren Hauptschulabschluss nicht machen konnten. Die Mädchen wurden schwanger oder haben Drogen genommen oder null Bockperioden gehabt. Also schwierige Jugendliche, die da also aufgefangen werden. Und ich hatte mit der Schule Kontakt aufgenommen, mit der Flex-Fernschule in Breisach. Und die haben dann sich bereit erklärt, das mit Sebastian auszuprobieren. Und das ging einfach. Das ging von A bis Z gut. Das war einfach toll. Er hat nach dem Hauptschulabschluss hat er einen Preis gewonnen für den Hauptschulabschluss mit Behinderung und wurde nach Berlin eingeladen. Und das war damals also eine sehr aufregende Sache, weil das sind ja alles Sachen, die er auch nie erlebt hat. Er hat ja auch nie Anerkennung bekommen. Und wenn alle Welt denkt, du bist geistig behindert, es aber nicht bist, dann ist das auch nicht wahnsinnig viel Anerkennung. Und dann ist auch dein Selbstwertgefühl dementsprechend auf Null. Ich finde es gut, das, was du heute gemacht hast, finde ich gut, dass du dich äußerst und schreibst. Guckst du mich bitte mal an. Und das finde ich große Klasse. Bin also soweit echt zufrieden. Zufrieden. Ja. Ei. Ja. Du lobst mich, ich lob dich. Okay. Nachdem Sebastian dann den Hauptschulabschluss relativ schnell und gut gemacht hatte, hofften wir, dass er den Realschulabschluss auch genauso gut machen könnte. Aber das war dann schwierig, weil die finanziellen Gelder nicht bewilligt wurden. Ja, da ich denke, dass der europäische Binnenmarkt uns auch manchmal was Positives bringt, zum Beispiel also Gleichberechtigung, habe ich dann dagegen geklagt. Und der Richter hat dann beantragt, dass wir ein Gutachten erstellen lassen, wo also festgestellt werden sollte, ob Sebastian selber seine Antworten schreibt oder ob ich ihm die irgendwie durch Druckmechanismus oder was immer man da machen könnte, weiß ich nicht, er sie also von mir gesagt bekommt. Und es war etwas schwierig, also einen Professor zu finden, der also offen ist dafür und von dem man wusste, dass er weder zu negativ noch zu positiv ist. Und den haben wir dann gefunden. Professor Klaus aus Heidelberg hat dann das Gutachten gemacht und wir sind dann anderthalb Jahre lang mehrere Male nach Heidelberg gefahren und haben uns dann dort also diversen Tests unterzogen. Also wenn man sich es einfach von außen anguckt, muss man sagen, das sind zwei Menschen, die tun was miteinander. Der eine sitzt beispielsweise am Computer und schreibt und der andere sitzt daneben und tut eigentlich zwei Dinge. Das eine erfasst ihn am Finger, an der Hand, am Oberarm oder an der Schulter oder auch woanders, berührt ihn und auf der anderen Seite redet er mit ihm zum Beispiel, fordert ihn auf. Das Erste nennen die Vertreter der Methode physische Stütze, weil das was Physisches ist, wo man den berührt. Und das andere nennen sie psychische Stütze, weil das was ist, was auf dem verbalen Weg abläuft und wo man jemanden ermuntert, wo man jemanden auffordert, jemanden motiviert zum Beispiel. Und das Besondere bei dieser Methode ist, dass das mit Menschen gemacht wird, die in der Regel ohne diese Methode
zwar auch in der einen oder anderen Form kommunizieren, aber Kompetenzen nicht zeigen, die sie dann möglicherweise mit FC zeigen. Also ganz einfach, dass ein Mensch wie der Sebastian, der hat eine Schule für Geistbehinderte besucht, von seinem spontanen Verhalten, was er alleine von sich aus zeigt, erscheint wie ein geistig Behinderter. Und dann schreibt er Buchstabe für Buchstabe seine Antwort darauf. Das ist der Idealfall. Und im absoluten Idealfall geht das 2 Stunden lang und du hast am Ende 2 DIN A4 Seiten voll Antworten von Basti, die dir echt weiterhelfen auch. Im schlechtesten Fall geht das 5 Stunden lang und du hast 2 Buchstaben, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst von Basti. Schlechte Stützer können manipulieren. Wie alles Gute kann auch schlecht missbraucht werden. Und Facilitated Communication ist keine Therapie und es ist keine Heilmethode oder was auch immer. Es ist schlicht und ergreifend eine Kommunikationsmöglichkeit von vielen. Weiter? Hoch. Ganz prima. Es kam dann letztendlich zum Gerichtsprozess und da haben wir eben gewonnen und Sebastian hat selbstverständlich das Recht, einen Realschulabschluss zu machen. Also er nimmt Farben, er nimmt Dinge viel intensiver wahr. Und das ist natürlich auch ermüdend auf die Dauer. Also dadurch braucht er einfach auch seine Ruhepausen. Was siehst du da draußen? Was siehst du da draußen? Basti, komm, gib mal Hand, gib mal Hand, guck mich nicht so an, ne? Komm mal hoch, mach mal Basti, komm, hopp, hoppi hoppi, guck mal, der Hund ist ganz nervös, der will endlich los, Basti, komm mal, gib mal Hand, komm Basti, aufstehen, 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 spazieren gehen. Oh, hoch, oh. Och. 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 Ich kann Basti ganz schwer fragen, was los ist. Warum du das jetzt oder das nicht machst, Basti?
warum tust du das nicht? Warum kommst du, warum läufst du so langsam? Warum willst du dahin? Warum willst du dahin? Weil er zeigt drauf, macht vielleicht irgendwelche Geräusche und ich verstehe ihn leider nicht. Es tut mir dann leid, weil ich sehe, dass Basti es mir sagen will oder zeigen will, aber ich kann es leider nicht verstehen. Und dann versuche ich echt ein bisschen ihn machen zu lassen. Aber häufig stehe ich unter Zeitdruck. Was Basti über Zeit denkt, wissen wir ja. Und dann muss ich ihn antreiben, weil ich weiß, er muss da und da erscheinen dann zu dem Zeitpunkt. Und Basti legt ja gerne mal immer eine kleine Extratour noch ein. Und dann ist das schon ein Konflikt für mich. In dem Moment, wenn ich mir mit sanften Worten nicht mehr zu helfen weiß, werde ich dann auch lauter. Basti! Basti! Basti, aufstehen. Komm, nicht uns warten lassen. Das finde ich scheiße. Finde ich nicht gut. Kann ich nicht ab, wenn ich gegen eine Wand rede. Macht dir Spaß, wa? Puh, dann sitzen wir halt hier rum. Nö. Ich nehme den Hund erst wieder ab, wenn du aufstehst. Bitte sehr. Dann bitte sehr, steh auf. Wir müssen nach Hause gehen. Alessandra, bitte sehr. Du weißt doch, dass ich dich jetzt nerve, bis du aufstehst. Weißt du doch. Kann ich nicht anders, muss ich machen sogar. Habe ich die Aufgabe zu. Ja. Genug ausgeruht? Kommen wir weiter? Nee, jetzt nicht hinsetzen, Basti. Kannst dich zu Hause wieder hinsetzen. Dann gebe ich dir Freizeit, dann kannst du dich ausruhen, kannst dich in den Garten legen, wenn du willst. Okay? Aber jetzt gehen wir weiter. Wir haben noch ein ganz schönes Stück vor und wenn du dich immer hinsetzt bei jeder Sitzgelegenheit, dann brauchen wir wieder mal für die Strecke, wo ich normalerweise 10 Minuten brauche, über eine Stunde. Das klappt mit dir. Das geht. Das kriegt man tatsächlich hin. Wenn ich dich jetzt zum Aufstehen bringe, wirst du dich freuen am Ende, dass ich das gemacht habe. Also bitte sei nicht sauer auf mich. Oh nein. Komm mal hoch, Basti. Komm, hops. Aua. Meine Hand. Wir müssen auch an andere Sachen denken, an andere Tiere und Menschen manchmal. Komm, steh mal auf, Basti. Komm, hopp. Komm, auf. Auf, Jung. Du bist ein sportlicher Junge. Willst du Fahrrad fahren? Willst du? Fahrrad fahren. Ja, dachte ich mir doch schon fast. Fahrrad fahren. Ja, da kannst du Fahrrad fahren, geht nicht im Sitzen. Fahrrad. Ja, dann steh auf. Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Aufsteigen. Aufsteigen. Nach dem Spaziergang. Aufsteigen. Ja, nach dem Spaziergang fahren wir Fahrrad. Also das ist leider dann, das kostet was sozusagen, wenn man zornig ist zu ihm. Es kostet Stimmung bei Basti. Komm, Basti. Der Hund tut dir nichts. So. Tut niemand mehr was. Ja, früher hat er, wenn er einen Hund gesehen hat, auf der anderen Straßenseite, und sei es ein Babyhund, ist er stehen geblieben und hat geschrien. Wie am Spieß, so dass Torstedt Bescheid wusste. Oh, Basti hat wieder einen Hund gerochen. Irgendwie. Dann ging es echt ab. Und das soll anscheinend auch richtig, richtig schwierig gewesen sein, ihn davon dann vom Schreien loszukriegen, obwohl der Hund schon lange nicht mehr zu sehen war. Ja, und dann haben wir uns also diesen kleinen Hund damals angeschafft und es hat lange gedauert, bis er Mora akzeptiert hat. Aber inzwischen ist also sein Verhältnis zu anderen Hunden also weitaus easier. Wir stehen immer noch gegenüber skeptisch, aber er brüllt nicht mehr wie von einer Tarantel gestochen los. Und Basti begegnet seiner Angst in dem Moment. Weiß nicht, was ein typischer Autist ist. Leute sagen, Rainman wäre ein Autist. Inwieweit er typisch ist, weiß ich nicht. Nein, er ist kein typischer Autist. Ich glaube, es gibt keinen typischen Autisten.
Das, was mich total beeindruckt an Basti, wenn er glücklich ist, ist man auch glücklich. Ganz komisch. Also, das ist, gute Laune steckt halt an, aber Basti extrem. Er kann eine ganze Runde erfreuen, indem er einfach nur singt und, ja. Rede mit mir. Macht sehen, macht er genauer und unkomplizierter. Das würde ich jetzt so verstehen, dass das, was Sebastian sieht und was er empfindet und seine konfusen Wahrnehmungen, machst du genauer und unkomplizierter für ihn. Das ist, das würde ja bedeuten, dass ich ihn sehr, also dass ich ihm helfen kann. So ein Stück weit. Dass du so ein Stück ein Fundament reinkriegst. Also, und wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagen wir von Anfang an, wie schlimm. Der nette so und so geht nach 10 Monaten oder 12 Monaten wieder und das ist ja ganz furchtbar. Oder wir sagen, das ist schade, der war toll. Aber der Nächste, der kommt, der hat auch ganz viele Qualifikationen und das ist super, was Sebastian durch ihn lernen kann. Und wir, Sebastian und ich, haben uns eigentlich geeinigt auf die zweite Weltanschauung, weil es sowieso albern ist, ein Drama zu machen aus etwas, was sich nicht verändern lässt. Er würde mit 3 Tagen nichts anfangen können. Also wenn ich ihm jetzt sage, du Basti, in 3 Tagen bin ich nicht mehr da. Dann wüsste er nur, glaube ich, als 3 Tage bedeutet, bald bin ich weg. Ich glaube nicht, dass er die Tage mitzählt. So, weil vielleicht für ihn ein Tag nicht unbedingt dann zu Ende ist, wenn es dunkel wird. All 19, all the 3, 2, 1, 2, 3, wait, 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 joy. Wait. Wenn er so ein paar gewisse Dinge gut auf die Reihe bringt, dann kann er wirklich alleine leben, vielleicht mit einer Betreuung. Allerdings sind da immer noch die epileptischen Anfälle, die Probleme machen. Aber wenn er es lernt, damit damit richtig umzugehen, also es gibt ja auch Epileptiker, die nicht Autisten sind und die haben auch nicht andauernd eine Mutti an der Hand.
Kennst du das Lied schon? Ja. Ja? Ich kenne das gar nicht. Ja. Ich höre das erste Mal. Da siehst du mal, was ich für ein Außenweltler bin. Ja. Ja.